Hallöchen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Video gemacht habe. 6, 8, 10 Wochen vorher, keine Ahnung, ich blende mal das Datum ein. Kommt daher, dass ich keine Zeit hatte durch einen neuen Job, den ich mache. Ist nichts mit Elektronik, ist Gastronomie. Ich habe jetzt erstmal den Rasen hier gemäht. Ja, weiß nicht, wie man es sehen kann. Alles gut, also ich habe ihn jetzt erst nach so langer Zeit, nach dem letzten Video, habe ich den hier erstmal gemäht. Hier ist der Teich. Mittlerweile ist er schon wieder fast verblüht, aber das ist hier dieser, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wächst raus. Seerose wächst auch, da habe ich schon in der Zwischenzeit gesehen, 4 rosa Blüten. Hat sie schon gehabt. Ich habe es nur immer versäumt, mal zu filmen, weil ich eigentlich nur hier im Garten gegangen bin und habe Sachen geholt, um da auf der Arbeit dort Hecke schneiden und so weiter. Darum habe ich hier im Garten nichts mehr geschafft. Ja, das ist jetzt soweit der Stand. Der Rasen, ja, Rasen kann ich das auch nicht nennen. Ich glaube, ich werde das ganze Projekt abbrechen. Werde ich mal gucken nächstes Jahr. Vielleicht mache ich den ganzen Rasen platt, weil dann gleiche ich das hier gleich mit an. Gleich mit runter. Und da ist auch so ein Buckel drinne hier vorne. Hier ist auch so eine Art Buckel drinne, dass ich das eventuell einmal komplett glatt ziehe. Und einmal komplett neu mache. Vielleicht auch gleich mit Kantenstein hier so, habe ich vorgehabt, hier mit so Ziegelsteine so am Rand rum, ringsrum einmal komplett. Weiß ich nicht. Da passiert auch noch viel nächstes Jahr. Der ganze Zaun hier, der kommt weg. Da kommt eine Hecke hin. Aber das hat noch Zeit, ganz viel Zeit. Gewächshaus, ja, Gurke hatte ich gehabt, habe ich jetzt nicht weiter gefilmt. Ich habe sie jetzt auch in der Zeit auch nicht mehr gegossen. Die Gurke, aber da lebt noch was. Ich habe sie jetzt mal wieder gegossen. Vielleicht kommt ja noch was, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also da ist noch Leben drin, obwohl ich nichts gegossen habe, gar nichts. Oh, schauen wir mal. Vielleicht wird's ja noch was. Ja, und das, wo ich hier, weiß ich nicht, mal gemacht habe, das ist auch ja nicht gerade so. Ist relativ. Ja, glatt, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich hole mir, wenn ich es schaffe, nächstes Jahr noch irgendwie Mutter Erde, wenn es noch irgendwo was zu verschenken gibt, hole ich mir Mutter Erde, fülle das noch ein bisschen auf, bevor ich das versuche, irgendwie glatt zu ziehen. Brauche ich hier ja auch wahrscheinlich. Gut, da hinten, da hinten so den Hügel, ob ich den glatt kriege, weiß ich nicht, aber hier vorne muss ich, glaube ich, ein bisschen auffüllen. Das ist hier so eine kleine Senke. Muss ich mal schauen, mit der Pumpe. Kann ich ja gleich mal sagen, hier, das wird auch noch ein bisschen umgebaut. Ich habe schon für die Pumpe neues Absperrhahn, Panzerschlauch, Doppelnippel für den Sandfilter, der noch irgendwo liegen müsste, stehen müsste. Ach, da hinten, da so. Da ist der Sandfilter, der muss auch noch rein. Dann will ich mal gucken, ob ich mir hier noch irgendwie so eine Art Waschbecken hinbaue. Dann bin ich noch am gucken, ob ich eine 12 Volt Tauchpumpe kriege oder sowas. Ich will auch mein Solar wieder da aufs Dach hauen. Ich muss aber da die Büsche noch weghauen. Ein bisschen Solar, was ich da noch habe. Als Akku habe ich den Fahrrad. Also den E-Bike-Akku, den ich da habe, mit 36 Volt, aufgeladen 41 Volt. Auch für CB-Funk noch nebenbei. Muss ich mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Und eben hier das Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das hier so weitermache oder einmal den Rasen komplett. Einmal mit Mutter Erde glatt ziehen. Und mit einem Totalherbizid einmal durch, damit hier alles, was kein Gras ist, erstmal komplett weg ist. Und dann neu aussehen. Muss ich mal gucken. Gut, vom Job her
ist nicht das überragende Geld, was ich da kriege, aber es ist mehr, als ich es jetzt habe. Was mir natürlich die Nebenkosten wieder auffressen werden. Naja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Keine Ahnung, schauen wir mal. Aber soweit ist jetzt der Stand. Heute ist der 14.09. Und dann werden wir mal weitersehen, wie ich es weitermache. Vielleicht melde ich mich noch zwischendurch. Und wie ich ja anfangs gesagt habe, vielleicht ist das Video zwei Jahre alt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wann ich dieses Video hier wirklich fertig mache, wann ich das hier beende. Gut, aber er ist eigentlich noch recht gut gekommen, nach dem, was ich jetzt so sehe. Es ist dickes Gras, dünnes Gras, es ist irgendwie alles Mischung. Ist aber relativ gut noch durchgekommen, bis auf hier hinten die Stelle. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Hier hinten ein bisschen die Stelle, die ist nicht so. Es ist aber nicht so schlimm. Ist aber mehr, als es vorher war. Es sah vorher sah ja wirklich schlimm aus. Jetzt ist er wenigstens grün. Beim Nachbarn, ich kann ja mal rüberlunzen. Ja, viele braune Stellen da hinten hat er sich auch noch gut erholt. Also, wo hier so ungefähr 3 Wochen Hitze war, war mein Rasen grün. Und das Ding da hinten zeige ich gleich noch. Und das hier auch braun, bis und geht nicht mehr braune Stellen. Oh, die lässt da die schönen Beeren ver. Oh, nee. Naja, gut, hier, dieses Ding hier hat sich hier irgendwie mal eingepflanzt, irgendwann die Zeit über. Und ich weiß gar nicht, das Ding ist doch tot. Das Ding ist tot. Also eigentlich, da hingen lauter grüne Blätter dran. Eine knappe Woche später hing da fast gar nichts mehr dran. Und jetzt ist da gar nichts mehr dran. Also ich denke mal, das Ding ist tot. Oder es kommt doch nochmal wieder. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Oder muss sie schauen, nicht muss ich schauen. Nee, aber hier auch der Rasen hier hinten. Das muss er wegschneiden. Ich glaube, man kann es erkennen. Also auf dem Video sieht es sogar noch schlimmer aus als in echt, aber fleckig braun und alles. Also das war noch viel schlimmer gewesen. Also den habe ich nicht geschnitten und der war schön saftig grün und alles ringsrum war so leicht bräunlich. Gut, ich will das nicht zu lange machen, den Tal hier. Ihr wisst, ich sappel viel. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen, aber ich werde euch noch auf dem Laufenden halten. Okay, also bis zum nächsten Teil. Tschüssi.